Ich möchte heute über das Mandat für Wunder sprechen, das auf unserem Leben ist. Es ist die kühne Verkündigung des Evangeliums, die die Hand Gottes freisetzt für Demonstration seiner Liebe und Macht. Jesus hat uns nicht Macht und Autorität gegeben, damit wir in einer Kirchenbank sitzen und auf die Entrückung warten. Er gab uns Macht und Autorität, damit wir die Werke des Teufels zerstören. Er gab uns Macht und Autorität, damit wir die unrechtmäßige Stimme zum Schweigen bringen, die Menschen mit Lügen und Täuschungen quält. Er hat uns das große Privileg gegeben, in derselben Salbung unterwegs zu sein, in der Jesus selbst unterwegs war. Es ist ein Mandat für Wunder. In Römer 15, ich habe den Vers vergessen, 17, 18 oder 19, irgendwo in Kapitel 15, macht Paulus diese Aussage. Er geht zu diesen bestimmten Städten und er sagte, mit mächtigen Zeichen und Wundern habe ich das Evangelium vollständig verkündigt. Mit mächtigen Zeichen und Wundern vollständig. Wie viele möchten die gute Nachricht des Königreichs vollständig verkünden? Das bedarf Wunder. Mutige Dekrete. Immer und immer wieder in der Schrift geht es um die mutige Verkündigung des Glaubens, das kühne Glaubensbekenntnis, die mutige Predigt. Predigen geschieht nicht nur von der Kanzel aus, sondern auch in Vier-Augen-Gesprächen. Es ist das Vertrauen in Christus, durch das wir die gute Nachricht des Evangeliums teilen. Das ist es, was die Hand Gottes anzieht, sich in bestimmten Situationen zu manifestieren. Ich möchte mich diesem Thema durch die Hintertür nähern, denn ich habe auf dem Herzen, heute zwei Bibelstellen anzusehen, die für gewöhnlich gegen diejenigen benutzt werden, die für die Kranken beten. Gegen diejenigen, die nach Machtdemonstrationen streben. Es gibt ein paar Schriftstellen, die häufig an Personen wie mich gesendet werden, um uns zu entmutigen, für die Kranken zu beten oder die vermeintliche Häresie dahinter zu entlarven. Das ist nicht als Verteidigung gedacht, denn sie sind nicht hier. Sondern dazu, dass sie und ich in dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat, tief verwurzelt werden. Ich mag grottenschlecht in dem sein, wo Gott mich berufen hat, aber das gibt mir nicht das Recht, den Auftrag zu ändern. Ich habe nicht den Luxus zu ändern, was er gesagt hat, nur weil ich nicht gut darin bin. Was oft geschieht ist, dass Menschen Zuflucht in dem suchen, was sie gut können und das aufgeben, wozu er uns berufen hat. Wir haben diesen Luxus nicht. Unsere Gaben, unsere Fähigkeiten sind wertvoll und sie sind wichtig. Sie sind Teil unseres Opfers an den Herrn. Aber wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass Gott uns berufen hat, in den Bereich des Unmöglichen vorzudringen und seine Liebe, seine Reinheit und seine Macht zu demonstrieren. Und das werden wir uns heute ansehen. Die erste Schriftstelle, die wir uns ansehen werden, ist in Matthäus 7. Tatsächlich befinden sich beide Schriftstellen, die wir uns heute ansehen werden, im Matthäus-Evangelium. Matthäus Kapitel 7. Matthäus 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir kommt und sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich möchte vorschlagen, dass es in Wahrheit eine zweiteilige Lektion ist, die Jesus dieser Menge beibringen möchte. Die erste betrifft den Willen Gottes. Er sagte, es reicht nicht, mich nur Herr zu nennen, es muss durch Gehorsam bewiesen werden. Interessanterweise befand sich Jesus in einer ähnlichen Menge, als seine Jünger zu ihm kamen und sagten, deine Mutter wartet draußen auf dich, deine Geschwister, deine Familie wartet da draußen auf dich. Und Jesus machte diese Aussage, die zu der Zeit wahrscheinlich absolut rücksichtslos klang, jeder, der mir gehorcht, jeder, der den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Was sagt er? Er sagt, dass wir unsere Identität nicht außerhalb von Gehorsam finden können.
Die, die den Willen Gottes tun, die, die sich seiner Anweisung, seinem Auftrag beugen. Es ist, als ob Identität in Christus aus zweiteiligem Epoxidharz besteht. Gehorsam versiegelt, was die Schrift offenbart. Ja, Bill, das war ein sehr guter Punkt. Zweiteiliges Epoxidharz. Sie haben es verstanden? In Ordnung. Belassen wir es dabei. Ich hatte zumindest ein etwas größeres Lächeln erwartet. Eines dieser lautstarken Lächeln? Etwas in der Art? Ich necke Sie, weil ich mich gerade in der Stimmung dafür befinde. Es war sonnig gestern. Heute ist es auch sonnig. Ich bin so glücklich. Wissen Sie, was ich gestern gemacht habe? Nichts. Nichts. Ich lief auf meinem Grundstück herum und genoss einfach nur die Sonne. Wir haben unsere Freundschaft aufgefrischt. Ich habe Sie eine Weile nicht gesehen. Wir haben unsere Freundschaft aufgefrischt. Zwei Teile. Er sagte, nur weil du mich Herr rufst, wenn du nicht den Willen Gottes tust, kannst du mich nicht Herr nennen. Du kannst mich nicht Herr nennen und nicht gehorchen. Richtig? Was ist also der Wille Gottes? Die umfassendste Definition finden wir im Vater Unser. Und zwar, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Es ist also die Realität des Himmels, die die Realität der Erde beeinflusst, verändert. Alle anderen Aufträge, alle anderen Aufgaben, die Jesus uns gegeben hat, sind nichts als ein Ausdruck dieses allumfassenden Auftrags. Der allumfassende Auftrag ist Himmel auf Erden. Es wurde praktisch, als er sagte, ich sende euch aus, zu zwei und zwei. Ihr geht in ein Haus, heilt die Kranken, die dort sind, findet friedfertige Menschen, dient ihnen, sorgt dafür, dass sie befreit werden, treibt Dämonen aus, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf. Das ist sehr konkret. Was ist also der Wille Gottes? Wenn sie krank sind, heile sie. Richtig? Das ist der Wille Gottes. Wenn er also sagt, nennt mich nicht Herr und gehorcht mir dann nicht, wenn ich euch einen Auftrag gebe, betet für die Kranken. Ich sage nicht, dass das die einzige Möglichkeit ist, den Willen Gottes zu demonstrieren, aber ignorieren Sie sie nicht, denn sie ist Teil des Programms. Sagen Sie nicht, er ist mein Herr, wenn Sie nicht für die Kranken beten oder Dämonen konfrontieren, wenn jemand von Träumen gequält wird. Ich weiß nicht, wie ich mit Dämonen umgehen soll. Befehlen Sie ihn zu gehen. Fangen Sie da an. Tun Sie einfach so, als würden Sie sich in Jesu Kleidung und Schuhen befinden. Benutzen Sie seinen Namen und gehen Sie gegen den Dämonen vor. Befehlen Sie ihm, aus dem Leben dieser Person zu verschwinden. Diese Quälerei hört heute auf. Der ganze Punkt war, du kannst mich nicht Herr nennen und nicht den Willen meines Vaters im Himmel tun. Im zweiten Vers, Vers 22, sagt er, viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Um welche Gruppe handelt es sich? Das sind die Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben, aber genug geistliche Wahrheiten kennen, um seine Autorität zu demonstrieren, zu prophezeien und Kranke zu heilen, den Willen Gottes tun. Die erste Gruppe versucht es nicht einmal. Die zweite Gruppe versucht es, aber außerhalb von Beziehung. Weicht von mir, ich habe euch nie gekannt. Leute werden sagen, hier, das ist der Beweis. Wir sollten nicht für Kranke beten und alles Zeug. Nein, genau das Gegenteil. Hier ist der Punkt. Wenn Menschen ohne Beziehung zu Jesus seinen Namen benutzen können und Menschen werden geheilt, dann haben die, die Jesus kennen, keine Ausrede. Jesus hat uns nicht den Geist des auferstandenen Christus gegeben, damit wir uns hinsetzen und darauf warten, dass jemand anderes etwas tut. Sie tragen den Geist der Auferstehung in sich, weil er möchte, dass wir Tod, Verlust und Zerstörung konfrontieren. All diese Zeichen der Werke des Feindes, das ist unser Auftrag. Dafür wurden sie geboren. Ja, Amen. In Vers 23 steht, ich werde ihn bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir. Folgende Frage. Was ist die eine Sache, die wichtiger ist, als Gott zu kennen? Es gibt eine einzige, dass er sie kennt. Ich habe bestimmte Helden in meinem Leben und manche sind Athleten. Ich bin mit Willie Mays als meinem Helden aufgewachsen. Ich habe ihn bei jedem Spiel beobachtet. Ich liebte alles an Willie Mays.
Sein Geburtstag ist am 6. Mai. Gott war so freundlich zu mir, dass er zuließ, dass mein erstgeborener Eric am 6. Mai geboren wurde. Das ist einfach die Güte Gottes. Aber ich habe ihn nie getroffen. Ich kenne ihn nicht. Ich könnte Ihnen Fakten über ihn erzählen. Ich sah ihn spielen, sah die Home Runs, sah all die tollen Fänge und Würfe, all die Dinge, die er tat. Ich liebte Baseball, aber ich kenne ihn nicht. Ja, Gott weiß alles über Sie und mich, aber nur, wenn wir uns öffnen. Völlig ehrlich, völlig transparent werden vor dem einen, der alles weiß. Die Schrift sagt, dass wir ihn in Geist und Wahrheit anbeten müssen. Im Geist, das impliziert eine Beziehung zum Heiligen Geist, der mich befähigt und in das Privileg hineinführt, Gott selbst Ehre zu geben. Das Zweite ist in Wahrheit. Wahrheit bedeutet, dass nichts verborgen ist, nichts versteckt. Die eine Sache, die wichtiger ist, als Gott zu kennen, ist, dass er sie kennt. Paulus sagt in 1. Korinther, wer den Willen Gottes tut, ist von ihm erkannt. Gehen Sie mit mir zu Matthäus 12. Die zweite Schriftstelle, die häufig dafür benutzt wird, Menschen zu entmutigen, für die Kranken zu beten, befindet sich hier. In den Versen 38 und 39. Lassen Sie uns Matthäus 12, 38 lesen. Dann antworteten ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas, des Propheten. Ich liebe es immer, wenn mir dieser Vers gegeben wird. Sie beten nur für die Kranken und möchten erleben, dass jemand geheilt wird. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Das motiviert Sie, für die Kranken zu beten, oder? Lassen Sie uns einen kurzen Blick auf den Kontext werfen. Matthäus 12, Vers 9. Und als er von dort weiterging, kam er in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie fragten ihn und sprachen, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen, damit sie ihn anklagen könnten? Er aber sprach zu ihnen, welcher Mensch wird unter euch sein, der ein Schaf hat, und wenn dieses am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel wertvoller ist nun ein Mensch als ein Schaf? Wie viel wertvoller ist nun ein Mensch als ein Schaf? Wie viel wertvoller ist ein ungeborenes Baby als ein Walbaby? Es ist eine verdrehte Form der Logik, ein verdrehter Versuch, Gerechtigkeit auszudrücken, die Menschheit zu missachten, aber zu versuchen, alles andere zu verschonen und zu retten. Beides sollte wichtig sein, aber nicht mehr als ein menschliches Leben. Ich renne offene Türen ein, es gibt nichts zu gewinnen. Lassen Sie uns weitermachen. Vers 13. Dann spricht er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und sie wurde wiederhergestellt, gesund wie die andere. Vers 15. Als aber Jesus sie erkannte, ging er von dort weg, und es folgten ihm große Volksmengen, und er heilte sie alle. Vers 22. Dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm, und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Vers 38. Dann antworteten ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Verstehen Sie? Was stimmt an diesem Bild nicht? Sie suchten nach etwas, das sie kontrollieren konnten. Ein Zeichen wie eine Feuersäule. A pillar of fire. Wasser aus einem Felsen. Israel hatte diese Erfahrung. Manna auf dem Boden. Wegen ihrer Gefühlskälte hatten sie keine Wertschätzung für das Wohlergehen der Menschen in ihrer Gesellschaft. Können Sie sich vorstellen, einen Mann mit gelähmtem Arm zu kennen?
einen verdorrten Arm, den er noch nie in seinem Leben benutzen konnte. Es schränkt ihn ein in dem, was er mit seinem Leben tun kann, die Arbeit, die er tun kann. Alles ist durch dieses lebende Gebrechen eingeschränkt. Und Jesus kommt zu ihrem Nachbarn und sie sehen, wie dieser Mann seine Hand ausstreckt und völlig wiederhergestellt und geheilt ist. Was braucht es, das zu sehen und unbewegt zu sein? Unbewegt. Einen anderen Nachbarn zu sehen, der noch nie in der Lage war, ein Wort zu sagen. Er kann noch nicht einmal hören. Und Jesus kommt und plötzlich sind seine Ohren offen. Was ist mit der Menge, die Jesus aus der Stadt folgt? Wie ist es zu sehen, wie jede einzelne Person mit einem Gebrechen geheilt wird und davon nicht bewegt zu werden? Die Wunder Gottes dienen nicht der Unterhaltung. Sie sollen uns in Gottes ursprüngliche Absicht zurückversetzen. Sie sollen Gerechtigkeit in das dämonische Reich bringen, das kam, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Das muss uns stören. Wir müssen aufhören, theologische Gründe zu erfinden, warum Krankheit existiert. Wir können nicht sagen, nun, ich werde einfach älter und das geschieht eben. Mein Vater hatte es, mein Großvater hatte es, ich werde es sicher auch bekommen. Nein, hören Sie auf damit. Hören Sie auf zu erfinden, Ihr Verständnis davon, wie das Königreich Gottes funktioniert, anzupassen und das Königreich nach den Naturgesetzen zu formen. So funktioniert es nicht, es ist andersherum. Wenn wir so denken, dann geben wir bestimmten Dingen Raum zu gedeihen, die niemals dazu bestimmt waren zu gedeihen. Sie mögen sich in einem Kampf befinden. Geben Sie jetzt nicht auf. Geben Sie jetzt nicht auf. Halten Sie Kurs im Umgang mit dem, was der Feind gegen Sie losgelassen hat. Einer unserer Ältesten hier in der Gemeinde hat einen Enkel mit extremem Autismus. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber es gibt eine Art Zahlensystem. Normal ist 11 und er ist bei 26 oder etwas Ähnlichem. Er war extrem autistisch. Sie haben ein Jahr gebraucht. Sie beteten für ihn Tag für Tag und langsam änderte sich sein Zustand. Und das letzte Mal, als sie ihn testeten, ließen wir bei Nummer 4. Er ist normal als normale Kinder. Er ist extra normal. Normal hoch 10. Was für ein Wechsel. Sehen Sie, alle Wunder Jesu dienten dazu, Menschen in Gottes Willen für ihr Leben zurückzubringen. Überfließendes Leben, voller Freude, absolut befähigt, unseren Auftrag zu erfüllen. Beide Hände zur Arbeit zu benutzen, etc. Jesus wirkte Wunder, um Menschen in Gottes Absicht zurückzubringen. Die Pharisäer ließ das kalt. Jesus hält ihnen hier eine kleine Predigt. Ich finde das sehr interessant. Er sagte, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht, Vers 39, begehrt ein Zeichen, Vers 40. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas und siehe, mehr als Jona ist hier. Die Königin des Südens wird auftreten. Das ist die Königin von Saba. Die Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen. Denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomons zu hören. Und siehe, mehr als Salomo ist hier. Hier werden zwei einzigartige Teile unseres Dienstes dargelegt. Jeder von uns wurde von Gott berufen, von Gott beauftragt, in zwei Bereichen des Dienstes zu funktionieren. Offen und verdeckt, Macht und Weisheit. Macht bewirkt den Durchbruch. Weisheit erschließt die Lebensweise, die Gott für uns bestimmt hat. Sie ermöglicht es uns, den Durchbruch aufrechtzuerhalten, aber sie positioniert uns auch zu lernen, wie wir im Leben herrschen können. Geld bestimmt mein Leben nicht, ich manage es. Beziehungen bestimmen nicht über mich. Ich bestimme Beziehungen. Im Leben herrschen. Weisheit gibt uns Zugang zu einem Lebensstil, der von seiner Natur zeugt und noch mehr als das, der einlädt. Indem er sichtbar wird, lädt er andere ein in dieselbe Erfahrung. So verwendet Jesus zwei interessante Beispiele.
Jona predigt zu Ninive. Ninive tut Buße. Es ist die mutige Verkündigung des Evangeliums, die in jedem Umfeld die wunderwirkende Hand Gottes anzieht und freisetzt. Wir können das in Markus 16 sehen, in Apostelgeschichte 4. Überall in der Schrift wird wiederholt, dass überall, wo Kühnheit war, auch die Hand Gottes war und Wunder wirkte. Hier haben wir also Jona, der zu einem Volk ging, dem er nicht einmal dienen wollte, und ihnen predigte, und sie wurden dazu bewegt, Buße zu tun. Sie schrien zu Gott um Vergebung. Eine der zwei größten Erweckungen der Bibel fand im Alten Testament statt. Ninive. Die zweite und meiner Meinung nach größte ist Ephesus. Eine wirklich außergewöhnliche Bewegung Gottes in der Stadt Ephesus. Jesus verkündet eine seltsame Sache. Er sagt, die Menschen von Ninive, die jetzt im Himmel sind, werden am Tag des Gerichts aufstehen und sie werden euch aufzeigen, was ihr verpasst habt, obwohl ihr eine Gelegenheit hattet. Sie hatten weniger Gelegenheit als ihr und sie haben bereut und sind umgekehrt. Sie wurden von der Macht der Verkündigung des Evangeliums beeinflusst. Und dann fährt er fort, da ist diese Dame, die um den halben Planeten gereist ist, um zu diesem Mann zu gelangen, nur um Weisheit zu hören. Sie ist das Beispiel von jemandem, der von Weisheit, göttlicher Argumentation bewegt wurde. Dem Denken aus göttlicher Perspektive, denn das ist es, was die Gabe der Weisheit wirklich ist. Also sagt Jesus, sie wird stehen und auf diese Generation zeigen, die den Moment ignoriert hat, der ihnen gegeben wurde. Sie hatten die Gelegenheit zu sehen, wie Gott denkt, und doch lehnten sie es ab, um an ihren eigenen Meinungen und Überzeugungen festzuhalten. Was Jesus hier tut, ist Konfrontation. Ihr habt eure Berufung zu offenkundigem, machtdemonstrierendem Dienst verpasst. Ihr habt eure Berufung zu verdecktem, subtilem Dienst verpasst, in Weisheit unterwegs zu sein. Das ist es, was wie Sauerteig ist. Er wird einfach in den Teig eingearbeitet und wirkt sich auf jeden in seinem Umfeld aus. Gott hat uns zu beiden berufen. Jeder in diesem Raum hat Zugang zu diesen zwei Dingen. Wahrscheinlich hat jeder in diesem Raum eine Präferenz für eine der beiden. Also fangen Sie an, der anderen Beachtung zu schenken, weil wir Macht und Weisheit haben sollten. Wir sollten auf gleich langen Beinen unterwegs sein. Wir sollten nicht durchs Leben humpeln, weil wir einen starken Punkt haben und einen, den wir ignoriert haben. Gott hat uns berufen, diese gute Nachricht, dieses Evangelium vom Königreich zu demonstrieren, durch Macht und durch Weisheit. Also dieser Abschnitt, der so oft verwendet wird, um ein ehebrecherisch zeichenbegehrendes Geschlecht zu beschreiben, richtet sich in Wahrheit an eine religiöse Gruppe von Menschen, die die Machtdemonstration für ihren Sinn von persönlicher Kontrolle und Entertainment begehren, die der Zustand von Menschen, die gebrochen und verletzt sind, völlig kalt lässt. Ich möchte zu jedem in diesem Raum sagen, Sie sind zu einem übernatürlichen Dienst berufen, aber nicht, damit Ihr Selbstwertgefühl zunimmt, sondern weil es Menschen um uns herum gibt, die verletzt sind. Nicht, damit wir von einem weiteren Wunder unterhalten werden, sondern weil da Menschen um uns herum sind, die zerbrochen sind, die nach jemandem suchen, der Gott kennt, der glaubt, dass Gott in ihr Leben treten und sagen wird, ich werde mit dir für diese Sache eintreten. Bitte stehen Sie auf. Wir hatten eine Reihe von Wundern. Ich werde später darüber sprechen. Ach, ich werde es einfach erwähnen. Vor ein paar Wochen bei The Send wurde eine Frau geheilt. Einige von Ihnen haben die Geschichte bereits gehört. 38 Jahre mit Borreliose. Sie hat die letzten 10 Jahre größtenteils im Bett verbracht. Sie wurde vollständig geheilt. Sie haben ein Video von ihr geschickt, auf dem sie um ein Schwimmbecken herumläuft. Völlig außer sich. Die ganze Familie ist vor Freude völlig außer sich. Als ich es ihr teilte und wir für Menschen mit Borreliose beteten, war eine Freundin von mir aus Nashville zu Besuch, die stellvertretend für zwei junge Frauen mit Borreliose aufstand, tatsächlich auch für ihre Mutter. Alle drei waren bettlägerig, kaum in der Lage, sich zu bewegen. Und alle drei wurden geheilt. Geheilt von juveniler Arthritis,
Hören Sie, das ist es, was Jesus tut. Das ist eine gute Geschichte von einem unserer Studenten vor einigen Jahren. Danach werde ich für Sie beten. Ich habe nur auf diese eine gute Geschichte gewartet. Ich necke. Auf einer Reise gab einer unserer Studenten ein Wort der Erkenntnis, dass Gott dabei ist, Nierensteine zu heilen. Dieser Mann, der inzwischen mein Freund ist, hat 27 Jahre lang alle 2 Monate Nierensteine bekommen. Wenn Sie das jemals hatten, ich hatte es einmal, es ist gut, wenn Sie herauskommen. Wow. 27 Jahre. Sie beteten für ihn. Es ist interessant, er wurde mit 3 Nieren geboren, aber 2 waren krank. Also wurden ihm die 2 Kranken entfernt und er lebte mit nur einer Niere. 27 Jahre lang hatte er alle paar Monate Nierensteine. Jemand gab das Wort der Erkenntnis Nierensteine. Seine Frau und Kinder brachten ihn dazu, aufzustehen. Dafür sind Frauen und Kinder da. Einige von uns sind etwas langsam. Wir brauchen jemanden mit einem Viehstock, der uns hilft. Er stand auf und wurde geheilt. Keine Nierensteine mehr. Er ging wegen eines anderen Problems zum Arzt. Er hatte sich am Rücken verletzt oder so. Sie machten Röntgenaufnahmen und sagten, das müssten wir überprüfen, beide Nieren sind gesund. Er sagte, ein Moment mal, schauen Sie sich diesen Bericht hier an, ich habe nur eine. Sie sahen ihn sich an und sagten, oh, das müssen die falschen Röntgenbilder sein. Also haben sie ihn noch einmal geröntgt. Der Herr hat die 2. Niere kreiert. Kommen Sie, das ist so gut. Hören Sie, das hat nichts zu tun mit Ihrem Intellekt, Ihrer Intelligenz oder Ihrer Vorstellungskraft von dem, was Gott tun kann. Es geht allein um Gehorsam. Es war eine gute Sache, dass der Student nur für keine Nierensteine betete. Er wusste nicht, dass es zur Entstehung einer neuen Niere führen würde. Er ist dabei, den Arztbericht zu beschaffen, damit wir das richtig feiern können. In Ordnung, strecken Sie Ihre Hände aus. Herr, ich bete für einen großen Durchbruch im Bereich von Macht und im Bereich von Weisheit. In Jesu wunderbaren Namen. Amen.